So, und achso, die bleibt. Praktisch haben wir hier einfach so einen weiteren Lagerraum im Prinzip, weil das bleibt einfach da drin. Oh Gott, was ist denn das schon hier? Ja. So, ich habe hier mal das so designt. Dann lege ich hier mal die Pressurenplatte ab. Ja, wollen sie. Wo hatte ich die anderen reingepackt? Da hatte ich die anderen reingepackt. Dann nehme ich Glas. Das ist ja eine Ansage. Ah, das ist fertig. Dann pack ich es in die Erdwaschanlage. Pack ich immer das Eisen rein. Diese kommt in die Erdwaschanlage. Ich weiß nicht, wir haben gerade 3 Folgen. Gut, da war jetzt der... Oh, was ist denn das schon wieder? So. Dann sieht das hier auch gleich schöner aus. Findest du nicht auch? So, so, Stein brauche ich. Oder haben wir ja ein bisschen. Dann hier, da ist natürlich Eisen drin. Ich habe auch keinen Strom mehr, weil es regnet. So, bist du dann endlich fertig mit deinen ganzen Anrufen? Ich bin so lange der Mittelalterkrieger. Ja, das wird ja schon langsam zum Running Gag mit dem Lied hier. Hier im Mod-Let's Play kann man es ja wenigstens noch machen, im Gegensatz zum normalen Let's Play, wo Minecraft ja einen Strich durch Rechnung macht. Hast du Zubeck Wolle für ein Bett dabei? Aber ist jetzt nicht mehr so wichtig, es wird Tag. Ich kann hier endlich mal ein Konstrukt bauen. Nee, ich bin ja schon wieder out of brüchiger Stein. Da muss ich jetzt neuen hacken. Ich hacke Stein. Denn bekanntlich hackt man öfters Stein. So. Dann nutze ich hier sozusagen die Mine unter unserem Haus mal aus. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht mehr, wie viele Folgen wir jetzt überhaupt schon aufgenommen haben, weil Unterbrechungen und so. So. Hier ein bisschen Stein gehackt. Unser Weg wird ja bekanntlich kein leichter sein, sondern eher steinig und schwer. Und dafür brauchen wir Stein, damit er steinig werden kann. Und damit er schwer werden kann, brauchen wir Burger. Ja. Das habe ich auch in meinem Mod noch gar nicht drin, fällt mir so auf, dass ich mit Burgern und so... eigentlich noch. Findest du nicht auch? Damit du so richtig fett werden kannst am Ende in Minecraft. Hatte ich ja schon so als Idee für den All-You-Can-Eat-Mod mir ausgedacht, dass wenn man zum Beispiel Stein frisst, dass man dann so schwer wird, dass man nicht mehr springen kann.
ich sehe, funktionieren die Maschinen langsam wieder. Oh. Also ich sehe es gut, ich höre eher. Diese Töne, die das wieder macht. Muss man die ganzen Kisten irgendwann umräumen. Das ist noch nicht so gut, dass die hier sind, also dass die da unten sind. Wir müssen so einen Lagerraum im Keller irgendwie bauen. Gleich mache ich Wacken. Ja, das verbiete ich ja nicht. So. Backusing ist legal. Ja. Wir sind hier ja nicht im Illusions-Projekt, wo wir Regeln rauchen. Wir machen das so, wie wir das wollen. So, ein bisschen sortieren. Winziges Häufchen Bleistaub. Ist bekanntlich ganz gesund, wenn man das immer mit sich rumschleppt. So ein bisschen Blei. Es ist fast so gesund, wie zerstoßenes Uranerz die ganze Zeit in der Tasche zu haben. Stelle ich mir auch auf jeden Fall gesund vor. Und du? Ich wüsste jedenfalls nichts, was dagegen sprechen würde. Ich meine, zerstoßenes Uran, das habe ich im echten Leben, das liegt bei mir im Kleiderschrank, also der neben DK gerade steht. Oh, scheiße. Bei Drachenkrebse, die überleben ganz andere Strahlung zu atmen. Ja gut, so brenne ich mal ein bisschen Bleistaub, da habe ich hier lecker Blei. Jetzt fresse ich bekanntlich immer mal. Kann ich aus dem Flimmerling irgendwas? Kann der irgendwas? Ich kann eine Flimmerling-Fassade? Ah ja, und das ist auch die einzige Funktion, die der Flimmerling hat, tatsächlich. Dann kann ich den gleich ablegen. So, aus welchem, was ist der? Aus Sau. Ja. Doch, das ist jetzt ein Anruf. So, jetzt sind aber deine Anrufe hoffentlich beendet, Alter. Ja. Es sei denn, es gibt nur eine Person, die mich jetzt noch anrufen könnte, aber die hat mich bisher auch noch nicht angerufen, also. Und dann ruft plötzlich Leo an. Okay, das ist nicht wahr. Obwohl, der muss auch noch kurz sein. Oh. Der Leo ruft einfach immer so random runter an. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich spreche, wenn überhaupt, auf Teamspeak. Oder auf Skype, wenn er mich da anruft, aber ansonsten. Er hat auch meine Telefonnummer nicht. Das könnte natürlich der Grund sein. Auf einmal ruft er an. Ja, ich wollte mal so eine random Telefonnummer testen. Ich weiß nicht, wer da ist. Da will ich einfach sagen, sag mal, Leo, willst du mich verarschen, Mann? Da würde ich mich echt so verarscht vorkommen. Mich verarscht vorkommt vor allem. Ich Deutsche. Vor allem, dass man aus dem brüchigen Stein einfach brüchigen Block macht, nur. Und dessen ID im Spielcode ist brick.query. Aha. In anderen Worten, wenn man mich durch einen Steinbruch zieht, kommt genau das raus. Und das, ich hoffe, das versuchst du jetzt nicht irgendwann. Ich nehme hier mal ein bisschen raus, damit das schneller zum Ende kommt. So, jetzt ist nur noch dieser eine Eisenblock drin, dann mache ich aus dem Rest nämlich mal Sand. Wie viel Sand brauche ich eigentlich für dieses Ding? Ich könnte natürlich auch Glasscheiben verwenden, muss man dazu sagen, für das Teil da oben. Aber ganz ehrlich, ich kann mir Sand herstellen. Warum sollte ich das damit sparsam sein? Theoretisch kann ich mir ja Kobbel im Kobbelzone-Generator machen. Also habe ich praktisch unendlich davon. Und Energie wird hier umweltfreundlich hergestellt. Insofern muss ich mir da auch keine Gedanken machen. Mal sehen, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Auf der anderen Seite sind wahrscheinlich nicht weniger. Eher mehr. Ach. Auf der Seite brauchen wir. Oh, brauche ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, ich muss nur 16 Sand machen. Okay, dann brauche ich jetzt einen Hebel. So und so. Und auf in den Zerkleinerer damit. Mach mir Sand. Hebel, unten Kobbel, oben Stick. So, Kobbel, Stick. Wobei, man kann ja auch Carpenter-Hebel machen, muss ich dafür nur sagen. Oh, Carpenter-Hebel ist einfach Carpenter-Block und Stick. Ja gut. So, ich habe zwei Sand. Also unser Haus nimmt echt langsam Form an hier mit den Schrägen. So, ich habe mich gerade gefragt, hier ist ja schon Glas, deswegen ist da natürlich so aus, als wäre da nichts. Und ich glaube, hier oben werde ich dann immer hier stehen, mit den Händen auf dem Rücken verschränkt und sagen, dort wird mein Freizeitpark hinkommen, dort wird meine riesige Metropole und da hinten kommen die riesigen Bergwerke hin. Und in der Stadt werden nur unglückliche Menschen leben, die für mich ihre gesamte Arbeit reinstecken, damit ich hier in meinem Protzschloss sitzen kann und ihm beim Leiden zusehe. Ja, genau so bin ich dann. Wie so ein verrückter Finanzmensch. Ich glaube, die Folge heißt Brick der verrückte Finanzmensch und das Thumbnail klatsche ich einfach Donald Trump drauf. Das ist, passt einfach perfekt. Findest du doch auch wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, ob du das mitgekriegt hast. Donald Trump hat ja jetzt für den Wahlkampf tatsächlich Russland aufgefordert, die USA zu hacken. Damit sie... Donald Trump hat das in einem Interview gesagt, was man im Internet ansehen kann. Was? Ja. Und gestern haben sie nämlich gesagt, so, der hat nichts damit zu tun. Aber der hat das wirklich gesagt, Russland soll die USA hacken, um von seinen Gegnern praktisch E-Mails zu finden, die er dann praktisch im Wahlkampf benutzen kann. Das sagt schon einiges aus. Der Typ wird sich wählen. Ja. Ich auch nicht. Insta. Ja, das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Der Präsident ist ja auch von der anderen Partei. Der wäre gegen jeden, glaube ich, der da angetreten wäre. Ja. Kürbisse habe ich, glaube ich, nicht. Hast du Schießpulver? Schießpulver weiß ich gar nicht. Ich guck mal nach, ob ich irgendwas davon habe. Nein, nicht da! Ich wollte da... nämlich TNT. Oder einen Kürbis. TNT oder einen Kürbis. Hier habe ich nichts. Da habe ich nichts. Und da habe ich auch nicht. Oh! Okay. So viel dafür. Wir könnten uns hier eigentlich auch eine Schienenfabrik bauen. Wer nicht weiß, was ich meine, gucke sich jetzt bitte mein normales Let's Play an. Insbesondere die Folge die Schienenanlage und die Schienenfabrik oder irgendwie so heißen die. Das muss ich jetzt aufschreiben. Ja. Und wo bist du? Ich bin hier bei der Villa. Da. So.